So Leute, ich grüße euch zu diesem Infovideo und einige von euch werden es schon irgendwo gehört bzw. auch mitgekommen und vielleicht live gesehen haben. Ken Jebsen, der Autor von Ken FM, hier auch bei YouTube hat er ja einen Kanal, wurde soweit von der Polizei auf der Demonstration in Berlin heute abgeführt. Was da genau passiert ist, ob er da richtig verhaftet wurde, mitgenommen wurde oder irgendwie nur die Personalien festgestellt wurden, ist mir bislang noch nicht bekannt. Wenn ihr dazu irgendwas wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe es bei digitalen Chronisten, Grüße gehen raus, im Livestream gesehen. Da hat ein Polizist oder mehrere ihn soweit mitgenommen und man hat ihn ganz eindeutig erkannt. Schicke Sonnenbrille hat er heute getragen. Wo war das und was war da los? Der digitale Chronist und auch die Caroline Mati waren heute auf einer Demonstration in Berlin. Und das ist die Demonstration oder Kundgebung, nicht ohne uns nennt die sich. Und das finde ich ganz interessant, dass wir jetzt in aktuellen Zeiten über eine Kundgebung oder auch Demonstration sprechen. Denn es wird ja durch das große C gerade versucht, irgendwie wirklich alles zu verbieten und gar nicht mehr keine Möglichkeiten machen zu lassen. So, und bei KenFM habe ich beim YouTube-Kanal jetzt gerade noch gesehen, dass er irgendwie, er scheint auf jeden Fall wieder unterwegs zu sein, vor einer Stunde noch ein Video hochgeladen mit Anselm Lenz, so heißt der Herr, ist der Kopf der Bewegung nicht ohne uns, die sich seit 3 Wochen jeden Samstag um 15.30 Uhr in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz versammelt. Und das ist genau da, wo diese polizeiliche Aktion auch stattgefunden hat mit dem Herrn Jebsen. Ziel ist es, fundamentale Grundrechte der Demokratie, besonders auch in schwierigen Zeiten, zu verteidigen. Wer wie die Bundesregierung große Teile der demokratischen Grundordnung auf unbegrenzte Zeit in den Shutdown schickt, indem sie zum Beispiel den Artikel 8 Grundgesetz, der die Versammlungsfreiheit garantiert, streicht, der muss mit Widerstand durch den Souverän, das Volk, rechnen. Und das finde ich ist eine ganz krasse Aktion, nicht schlecht. Ich packe euch in die Infobox auch noch einen Link, wo ihr euch das Grundgesetz nur gegen die Portokosten kostenfrei bestellen könnt. Das heißt, ihr bekommt wirklich ein Papierexemplar, wie ein Buch ist das Grundgesetz aufgebaut. Und könnt euch das nach Hause bestellen. Kann man auch ein paar mehr Exemplare bestellen. Die Caroline Martin fährt da eine aktuell sehr geile Aktion, geht hin und holt sich davon welche, hat sich da welche bestellt, bezahlt die Portkosten und wird die an gezielten Orten in Berlin soweit verteilen. Finde ich, ist eine ganz tolle Idee, schöne Aktion, weil da stehen so wichtige Sachen drin, die unser aller Leben täglich wirklich begleiten und auch ja, kreieren. Die sollen nicht unter den Teppich fallen, die sollen nicht unter den Teppich gekehrt werden. Zu der Demo jetzt auch nochmal zurück. Was habe ich da gesehen? Was hat der digitale Chronist ganz stark auch bei der Demo ganz klar auch konfrontiert, die Polizei mit? Die Polizei hatte so ein Schild, ja, Demo, nee, soll nicht stattfinden und 1,50 Meter sollen hier aber Abstand gehalten werden. Ja, aber die Polizei hat teilweise, nicht alle, aber auch keinen 1,50 Meter Abstand gehalten. Also wie können die das dann in der Position überhaupt den Demonstrierenden oder an der Kundgebung teilnehmen, ich sage mal Demonstrierenden, überhaupt soweit auferlegen, frage ich mich. Also wir sind gerade aktuell in sehr, sehr interessanten Zeiten unterwegs. Schreibt mal eure Meinung gerne zu dem Thema unten rein und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten und ciao.